Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon X. Im letzten Part haben wir Citro besiegt. Kaladin hat uns zu einem Kampf herausgefordert, den wir natürlich gewonnen haben. Und jetzt kam Sana auf die tolle Idee, in ein Gruselhaus zu gehen. So ein Gespensterhaus, ne? So mit echten Geistern und so. Und ja, ich sitze hier auf meiner Schaukel und im Regen und warte, dass die jetzt zurückkommen. Weil ich da nicht hin will. Weil da spukt es bestimmt. Weil die Gerüchte bestimmt wahr sind. Weil in jedem Gerücht ist ein Fünkchen Wahrheit drin. Und ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Weil da bestimmt wieder dieses gruselige Mädchen ist. Aber ich glaube, es bleibt keine andere Wahl. Na gut, gehen wir weiter. Hier ist übrigens noch eine Rutsche. So. Hui. Okay. Ja, hier lag noch ein Item. Na, das nehmen wir auch noch mit. So, hier. Sonderbonbon. Ja, gib her. Setz dich später ein. Ja, und... Ja, ich geh dann... Ich bin aber weg, ne? Das heißt nichts Gutes. Ist viel Licht gut. Ist ein bisschen sumpfig hier, ne? Okay, gehen wir erstmal schauen, was es hier für neue Pokémon gibt. Und reden wieder normal. Und das ist ein Dioscorra. Und es regnet. Es fängt an zu regnen. Es regnet schon die ganze Zeit. Und mein Touchscreen ist nass. Gut. Dioscorra kennen wir natürlich schon. Ist nichts Neues. Ja, erstmal auf die Suche nach neuen Pokémon gehen hier, ne? Was sieht das hier ziemlich sumpfig aus? Hier gibt es bestimmt auch Glibunkel. Der Glibunkel so ein typisches Frosch-Pokémon ist, was halt in dem Sümpfen rumläuft. Jedenfalls hat es in Sinnoh auch gemacht. In dieser Pseudo-Safari-Zone in Sinnoh. Ja, ich sehe es nicht direkt als Safari-Zone an, weil es, weiß ich nicht. Naja. Ist hier in dem Sumpfzeug auch? Ich bin eingesackt. Ups. Ja, das ist auch wie in Sinnoh. Da gab es ja auch eine Route, wo man ins Wasser einsacken kann. Wo man dann erstmal stundenlang braucht, um da... oh Gott, es ist ein plattes Pokémon. Wo man halt erstmal stecken blieb. Wo man sich dann wieder rausholen musste. Und es ist wahrscheinlich hier genauso. Also schön am Rand laufen. Weil dann fällt man da auch nicht so tief rein. So. Gibt es noch was anderes als Pyroskoras? Und das hat auch meine Frage beantwortet, ob es darin auch Pokémon gibt. Ja, es gibt da drin auch Pokémon. Und das ist ein Ultrigario. Ich guck dich mit meinen riesigen Glubschaugen an. Ach Gott. Sonst noch irgendwas? Noch was anderes? Ja? Gibt es noch mehr Pokémon? Ja, es gibt auch mehr Pokémon. Und zwar ein episches kleines Laubkaps, genau. Name nicht eingefallen, weil Einall-Pokémon, die Namen habe ich nicht ganz so drauf. Aber ich weiß, wie sie heißen, wenn ich den Namen sehe. Dann weiß ich sie. Dann ist sie, ach ja, stimmt ja, das war ja das oder das Pokémon. Und was tue ich hier eigentlich? Ich sollte weitergehen, aber ich möchte jetzt mal gucken, ob es ein neues Pokémon gibt. Und das ist jetzt ein... Hallo. What the fuck? Apollo draußen zu finden, ist nicht gerade sehr typisch. Und ich kann nicht weg. Immer noch nicht. Kannst du mich bitte gehen lassen? Denn die Attacken sind eh nicht effektiv. Dankeschön. Gut, dann gehen wir mal weiter. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig. Da liegt ein Ast. Nicht in den Sumpf rein. Ast im Weg und da ist ein Ranger. Ist ein Ranger und da ist ein Pokémon. Ist bestimmt wieder so ein Schluckding. Oh Gott, das ist ein Warlord. Oh nein, das ist ein Warlord. Hilfe. Ah nein. Nein, ich will es besiegen. Gott, geh weg. Geh weg. Warlord, geh weg. Nein, geh einfach weg. Danke. Ich weiß nicht, warum ich Angst vor Warlord habe, aber es ist ein Warlord. Das ist so derp. Hi. Na? Lust zu kämpfen? Ach, sieh mal einer an, ein Trainer. Und das hier im Sumpf bei ganz vielen Pokémon. Das ist ja was Neues. Das ist die Elsa. Und die Elsa hat einen Arbok. Das ist mit Fletch gemacht. Der Name kam so raus.
mit Fred nicht gerade gut, weil ich möchte jetzt gerne wechseln. Weil das wird Fred nicht überleben, wenn Abok auch nur eine einzige Giftattacke einsetzt. Deswegen hätte ich gerne mein Pavilion, was irgendwie ganz oben ist. Weil die alle so viele Attacken, nicht Attacken, Level zu sein haben. Horter. Ja, mach du, Mann. Mach du, Mann, dein Horter. Kein Problem mit. So, Psystrahl. Auf ihn mit Gebrüll. Ah! Das hat wehgetan. Jetzt hortet er noch mehr, steigert seine Verteidigung. Solange er nicht in Fessler einsetzt, ist mir das egal. Es ist tot. Das Abok hat's da niedergeprasselt. Was sie bei Abok jetzt eigentlich machen könnten, was sie bei Vivillion auch haben, das sind sie nach Region auch das Muster auf Abok. Akrobatik. Die Akrobatik lernen. Das Muster bei Abok ändern, weil es heißt auch, dass sie nach Region das. Akrobatik nicht erlernen. Das Muster anders ist. Das müsste ja eigentlich jetzt auch kein Problem mehr sein, aber haben sie wahrscheinlich nicht gemacht. Pyroleo! Wuff! Nee, miau! Das ist ein männliches oder ein weibliches? Ich finde, die sehen beide geil aus. Es ist ein weibliches. Ich finde die so toll, aber wie gesagt, Pyroleo ist so extrem blöd zu trainieren. Aber die sehen so geil aus. Und haben keine Chance. Level up! Augen auf heißt die Devise. Man weiß nie, was sonst passiert. Verpasst. Passiert. Tut und tut. Darf ich jetzt weitergehen? Dankeschön. So. Ab in den Sumpf. Laufen ganz viele Pokémon hin. Und es ist ein. Ach du Scheiße. Die Viecher gibt's ja auch. Okay. Schnuthelm. Ja. Genau, das ist ein Schnuthelm. Genau diese Geräusche macht das. Küss mich, mon ami. Komme ich da hin? Muss ich hier außen rumlaufen? Natürlich muss ich da außen rumlaufen. Und fast im Madder feststecken. Und dann kommt da noch ein Schnut hin. Küss mich. Küss mich. Nein, das werde ich nicht tun. Ich hau jetzt ab. So. Ganz schön penetrant. Madder, Madder. Flutsch. Dop, dop, dop. Ein Riesenpilz. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Und lässt den ganzen Weg wieder zurück. Und ich bleib bestimmt gleich wieder stecken. Nein, es ist ein Pokémon. Es ist viel schlimmer. Es ist ein Pokémon. Und zwar ist es ein. Was ist das denn? Was ist das? Ist das eine Schnecke? Ist das eine Abart von Schalillos oder Gastrodon? Ich fang's einfach mal. Ups, es hat. Okay, es ist Geduld ein. Ja, na okay. Das ist effektiv. Okay, was bist du für ein Pokémon? Bälle. Superball. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber wir probieren es einfach mal. Was bist du? Und? Haha. Haha. Biskura wurde gefangen. Ist doch eine Schnecke oder sowas, ne? Was ist denn das? Zeig mich! Zeig ein neues Pokémon! Was bist du? Es ist ein Drachen. Es ist ein Drachen-Pokémon, oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott! Dieses schwächste aller Drachen-Pokémon lebt an feuchten und schattigen Plätzen, um seinen glitschigen Körper vor den Austrocknen zu bewahren. Also es ist eine Schnecke, aber es ist auch ein Drachen-Pokémon. Interessant. Interessant. Okay. Okay. Nimm ich mit. Interessantes Drach-Pokémon. Muss man ja mal lassen. Da ist noch eins. Trotz, dass es so schleimig ist, ist es doch irgendwie süß, oder? Ich mag Schnecken. So ist es ja nicht. Außer Nacktschnecken. Aber sonst... Blob. Nichts passiert.
Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Ja, ich sage, es ist nichts passiert. Das nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Ich bin nicht im Schlamm stecken geblieben. Nein, das sah nur so aus. Ah, dann bist Cora. Das ist irgendwie toll. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass dieses kleine schleimige Viech Drachen-Pokémon ist. Okay. Bloody Slam. Das ist interessant. Ich bin gespannt, wie es später aussieht. So ein riesiger, schleimiger Drache oder sowas. Es hat sogar einen Mund. Einen schiefen Mund. Okay. Nimm ich hin. Nebelfeld? Was ist Nebelfeld? Wandelt den Untergrund 5 Flanken in der Nebelfeld und schießt alle Pokémon bunten. Ah. Nee. Brauchen wir nicht. Ist nix Haut drauf Attacke. Ich brauche Haut drauf Attacken. Viscora. Hm. Gab es nicht dieses Felsenfeen-Pokémon, das so ähnlich hieß? Wie ist denn das noch? Das war hier, glaube ich, mit drin. Das hatten wir ja irgendwo in der Höhle gefunden. Was ist denn? Was ist denn? Da. Das ist Rokara, okay. Das ist doch nicht ganz so ähnlich. So ein bisschen die. Wo wir hier die Vokale vertauscht. Das klingt aber ähnlich. So, da hinten liegt ein Item. Oh, die Wasserringe darum bewegen sich. Ist das cool? Ist das cool? Details. In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier und heute begegnen werden. Da ist das gruselige Mädchen schon wieder. Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Das ist eine Hexe! Gott, geh weg! Oh, geh bloß weg! Was mache ich mit dir? Geist-Feuer-Pokémon ist übel mit Fred vorne. Alter, hau bloß ab! Hau bloß ab! Ach Gott. Das ist echt Psycho, Mann! Das Spiel macht mich fertig! So langsam versucht das Spiel mich doch umzubringen. Das versuchen alle Spiele, die ich spiele. Irgendwann versuchen sie mich alle umzubringen. Und das Spiel schafft es mental. So langsam. Oh, seit wir diesen Typen vor Illumia City begegnet sind, seitdem geht hier alles drunter und drüber. Das Spiel hat irgendwie noch so eine 180-Grad-Wendung gemacht. Es ist noch toll, so nicht, aber ich stehe nicht so auf Schockmomente. Ah, Apollo. Das ist auch ein Gift-Pokémon, ne? Ich glaub schon. Ich bin mal gespannt, was das jetzt noch fehlt hier. Nein! Nein! Aus! Pfui! Nicht den Liebeskuss! Ich wollte doch den Ziehstrahl einsetzen. Ich weiß auch nicht, warum ich so auf Liebeskuss gegangen bin. So, Ziehstrahl. Jo, es ist auch Gift. Kaputt. Geh weg. Was? Ich habe verloren. Wurde etwa das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Geh weg. Verschwinde. Oh, dieser Wald ist gruselig. Geh bloß weg. Geh weg. Dann gehe ich halt. Alter, es macht mir Angst. Hilfe. Ich möchte gerne da unten zu dem Item hin. Ah, ein Pokémon. Da ist wieder ein Morlord. Ah, es ist ein Morlord. Ah, geh weg. So. Okay, das Mädchen, das wir gesehen haben, war eine Hexe. So viel habe ich schon mal herausgefunden. Was liegt denn da hinten? Das ist auch ein Pokéball, ne? Bus eingesackt. Da wollte ich jetzt eigentlich gerne hin. Hallo, Apollo. Von dir habe ich keine Angst.
Auch vor gruseligen Mädchen habe ich Angst. Ah, hier taucht hier doch irgendwo Alma aus. Steh nicht auf Alma. Nein. Alma böse. Alma ganz böse. So. Ich möchte gerne dieses Item haben. Ein Übertrag. Das ist ja schon mal was Gutes. Ich glaube, ich kann schon ansatzweise das Haus da hinten sehen. Da oben links in der Ecke. Ah Gott, das ist ein Molot. Ja, schaut euch mal diesen furchteinflößenden Blick an, Mann. Ich reagiere nicht rüber. Ich habe auch keine Wortstörung oder sowas. Da ist ein Ranger. Der rennt hier ganz in dem Kreis. Wenn man mit der Natur eins wird, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Was? Du legst dich hier freiwillig in die Grütze? Du bist ekelhaft. Das ist Kapuzzi. Trotzdem bist du ekelhaft. Däh, die spinnen hier doch alle. So, jetzt ist ein Blütenwirbel an Kopf. Blütenwirbel des Todes. Das hat nicht ganz geklappt. Komm. Autsch. Feenbrise. Kaputt. So. Das... Doch, hören. Krakelo. Ja, ich möchte gerne wechseln. Ich möchte nämlich sehr schnell dieses Krakelo da weg haben, weil ich möchte gerne schauen, was so hinter dem Flussbett ist. Auch wenn das hier kein Fluss ist, sondern ein schlammiger Untergrund. Ja. Hm. Auch wenn ich da nicht heiß drauf bin. Aber es muss ja irgendwie weitergehen. Nicht schön. Nicht schön, gar nicht schön. Nein, aus, pfui, pam. Tata, Level 44. Schafax, ich hätte gern mein Floet wieder. So. Ist so klein. Hi, Schafax. Na, kennst du schon meine Feenbrise? Nein? Okay, ich zeig sie dir. Hm, tut weh, oder? Übler Drachentanz. Üble, 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 üble. Üble, 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 üble. Oh Gott, jetzt ist mein Floet auch noch total aggressiv. Ein aggressives Floet, das würde ich gerne mal sehen. Doch nicht. Stark du bist. Kannst du am Gesicht eines Pokémons ablehnen, was es gerade denkt? Ja, ich kenne meine Pokémon. Ich weiß genau, was in ihnen vorgeht. Fred denkt gerade, du blöd, Mann. Du weißt nicht mehr. Ganz schnell weg. Ah Gott, es ist ein Bolot. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Hexen, die hier rumlaufen, oder Morlord? Ich glaube, die Morlords. Ich bin mir ganz sicher. Hi, Sana. Komm mit, hier geht's lang. Wow, das ist ein riesiges Haus. Wahnsinn. Das ist also das besagte Haus. Sieht auf jeden Fall schon mal gruselig aus, was? Dann lass uns gleich mal reingehen. Nein, nein, nein. Was? Was soll da jetzt recht rein? Ist das wirklich euer Ernst? Kalem ist ja leider nicht hier, weil er mit dem Training seiner Pokémon beschäftigt ist. Aber ich möchte eigentlich schon mit eigenen Augen sehen, was an den Gerüchen dran ist. Was hat Kalem damit jetzt zu tun? Weiß ich auch nicht. Also lass uns ohne ihn reingehen und nachsehen. Du hast du ja völlig recht. So gut, dann gehen wir da jetzt hinein. Auch wenn wir nicht ganz vollständig sind, okay. Ich will da nicht rein. Ich will das Item haben. Hilfe! Ah! Ah! Hilfe! Dann legen wir mal los. Was geht hier ab? Es begab sich vor langer, langer Zeit in einer dunklen und stürmischen Nacht. Der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann vor diesem Haus wieder.
Das Licht funktionierte nicht, also durchsuchte ich von Angst erfüllt das Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich sonst noch jemand in dem Haus befinden würde. Ich tastete mich bis in die Küche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwarze Flammenlicht das Zimmer ganz leicht, sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. Und in einer Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Er war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hätte und ihn zu fragen, ob er mich diese eine Nacht hier übernachten lassen könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte: Nicht näher kommen! Ich entschuldige mich und versuchte, dem Mann meine Situation zu erklären. Bitte, Sie müssen mir helfen! Der Mann erwiderte nur: Ich rede nicht mit dir! Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann: Kannst du sie nicht sehen? Hinter dir! Die Männer ohne Gesicht! Das war sie also, meine Gruselgeschichte, an die ich euch sicher noch lange, lange erinnern werdet. Vielleicht wollt ihr mir dafür ja ein kleines Trinkgeld zukommen lassen. Nicht, dass ich euch eines Tages die gesichtslosen Männer nochmal einen Schrecken einjagen. Wir sollen für deine Geschichte zahlen? Naja, eine Runde mit den Geistermann kostet ja schließlich auch etwas. Nein. Lass uns von hier verschwinden. Hä? War das schon? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Die Geschichte eben. Ich frage mich, ob sie wirklich so passiert ist. Voll der Halsabschneider! Puh. Also auf gewisse Weise war das jetzt schon irgendwie gruselig. Naja, wenigstens war es ein kleiner Ausgleich dafür, dass du eigentlich campen gehen wolltest. Normalerweise erzählt man sich solche Gruselgeschichten beim Campen am Lagerfeuer, oder? Also ich habe erstmal genug von dunklen Orten und gruseligen Geschichten. Ich widme mich lieber wieder meinen Tanzübungen. Ich sehe euch dann später. Dürp-di-dürp. Und was mache ich jetzt? Ich mache mich wohl nach Romantia City auf. Lass uns bald mal wieder den Pokédex vergleichen, Mimi. Was war das? Ja, sowas nennt man Halsabschneiderei. Erst Gerüchte überall verbreiten, ne? Voll Angst und Schrecken verbreiten und so, ne? Und das nicht nur Liebes. Und dann will er doch noch Geld für haben. Tickt doch nicht ganz sauber. Ne, nicht mit mir. Du willst das Eichen haben, was da unten liegt. Und außerdem war das Haus überhaupt nicht gruselig. Hopp, steckt ihm. So, Item. Bandsticker. Schön. Das passt auch in diesen gruseligen Wald. Also der Wald ist gruseliger als die Geschichte, die er erzählt hat. Vielleicht lag es auch daran, wie er die Geschichte erzählt hat. Dafür kann ich aber nichts. Das ist ein Apollo. Hi. Du bist noch gruseliger als die Geschichte, die der Mann mir gerade eben erzählt hat. Und jetzt bin ich weg. So, versuchen wir mal eben noch auf den Weg zurückzukommen. Da, wo die Hexe stand, weil die sind wirklich gruselig. Wird mich die Pokémon denn mal lassen? Ja. Ah, ich bist du schon wieder. Die sind voll putzig. Ich finde die voll putzig. Richtig, die sind voll süß. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Das ist so flutschlig. Plattes Viech. Olle Flunder. Tschüss. So. Kann ich jetzt zurück auf den Weg? Ja? Gut, ich denke mal, dass es da weiter zur Stadt geht. Auf jeden Fall steht da aber noch eine Hexe. Haha, da steht noch eine Hexe. Und da hinten ist auch noch ein Item im Boden. Und da läuft der Ranger schon wieder im Kreis. Na. Okay. Dann, ja, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, ne, wo wir uns dann um die Hexe da kümmern, die da im Wasser steht. Das ist echt gruselig. Ja. Aber nicht so gruselig wie Morlord. Gut. Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pokémon X. Tschüss und bis dann.